Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder New Make-up Releases und zwar, was ist im Juni rausgekommen. Wenn ich so ein bisschen herumschaue, ich war sehr intelligent. Ich habe das Fenster offen gehabt mit Licht und ich habe Millionen Viecher gerade in meinem Zimmer. Und I'm a little bit stressed out. Also ich habe nicht so Angst vor Viechern, aber wenn wir so, ich glaube, ich habe so 100 gerade im Zimmer. Das heißt, wenn ihr irgend sowas vorbeifliegen seht, you know. Das heißt, ich bin urstressed out. Ich bin, I'm sweating like a crazy person right now. Meine Softboxen sind voll mit Viechern. I love it. Ich weine gleich. Aber gut, ich kann es jetzt nicht ändern. Ich habe versucht, sie in ein anderes Zimmer zu locken. Dieser Versuch hat nicht so ganz funktioniert. Das heißt, ich hoffe, ich werde keine in meinen Mund, dass keine in meinem Mund landen. Ich werde dieses Video sehr, sehr, sehr schnell abfilmen, damit ich dann diese Viecher, ich werde hier sicher nicht schlafen. No way. I'm gonna sleep in the kitchen, bevor ich hier schlafe. Ach Gott, die fliegen da alle umher. Also wenn ihr ganze so Viecher und sowas hinter mir seht, das ist heute mein Background. I love it. Nee. Oh, das macht mich fertig. Ich habe das erst gesehen, wie ich die Lichter angeschaltet habe. Ich habe gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Herrlich, die ganze Wand oben ist voller Viecher. Love it. Ich habe nichts gegen sie. Sie dürfen gerne in ihrer Natur bleiben, aber ich habe sie nicht gerne in solchen Massen in meinem Zimmer. Das heißt, auch wenn er Hintergrundgeräusche hat, I'm sorry, aber ich habe hier den Dschungel eingeladen für heute. Vielleicht kann ich mich ein bisschen beruhigen mit ein bisschen Make-up und zwar New Make-up Releases. Was ist im Juli rausgekommen? Es sind super, super spannende Sachen rausgekommen. Ich hätte es nicht gedacht, dass im Juli noch so viel Tolles rauskommt, beziehungsweise Ende Juni sind auch noch ein paar wirklich exciting Releases rausgekommen. Jetzt bin ich natürlich super out of focus, aber egal. Das heißt, zuerst ist von Mikaela X Glam Light die Collection rausgekommen. Ich habe das ganze Bundle bestellt. Ich werde dazu eine Review machen. Ich habe es aber aus Amerika bestellt. Ich weiß, dass mittlerweile, ich glaube, Purish hat es. Und dann hat meine liebe Subscriberin auch geschickt, wo man es noch kaufen kann. Also es gibt Glam Light nicht nur auf der amerikanischen Seite. Ich habe es jetzt auf der amerikanischen Seite bestellt, weil ich glaube, dass ich schneller bekomme, wie wenn ich es woanders bestelle. Das werden wir sehen, ob das stimmt oder nicht. Ich habe es auf jeden Fall bestellt. Ich habe ich habe das ganze Bundle. Also wie ihr sehen könnt, die Riesenpalette. Also ich finde es wunderschön. Ich fand aber auch die. Ich finde es aber schöner wie die erste Collection, muss ich ehrlich sagen. Die Highlighter sind auch cool. Ich bin echt gespannt. Und genau, da ist ja auch die Mini-Palette ist da auch rausgekommen. Also eine richtig, richtig schöne Collection. Ich bin super, super gespannt. Ich glaube auch, dass wieder Lashes dabei waren und dann mal Lippenprodukte dabei. Also super, super spannend. Ich finde, das ist eine wunderschöne Collection. Ich liebe Grüntöne. Ich finde auch die Lila-Töne sehr, sehr schön. Ist eine wirklich, wirklich schöne Palette, kann man wirklich nicht sagen. Also ein super, super schöner Release. Und ich freue mich auf jeden Fall, die Review auch dazu zu machen. Ich habe es geplant, nur so für euch als Info, ich habe es geplant, dass es im August online kommt. Ich habe bis jetzt noch keine Delivery bekommen. Also bis jetzt noch keine Notification, dass sie es überhaupt weggeschickt haben. Es steht auf der Website, dass es 3 bis 4 Wochen dauert, bis sie überhaupt sozusagen verschickt werden. Und die Zeit ist eigentlich schon um. Aber ich habe bis jetzt noch keine Notification bekommen, dass es weggeschickt wird. Weil das dauert natürlich auch ein bisschen, weil das kommt ja aus Amerika. Also das dauert auch so eine Woche oder so. Also wenn es jetzt bald nicht abgeschickt wird, glaube ich, wird es nichts mehr im August. Also schaut ein bisschen schwierig aus. Dann haben wir von Elf und zwar ist es eine Collection, The Game Up Collection. Es gibt so gewisse Brands, wo ich weiß, ich müsste wieder Videos damit machen, ich müsste Produkte austesten. Es ist natürlich oft so, dass man einfach mit seinen Favorite Brands einfach ein bisschen so festpickt und sozusagen immer wieder die kauft. Bei mir ist es eben Revolution, Kaya, Melt ist es natürlich auch. Dann ist es auch Glamlight, ist auch eine tolle Brand.
Udens Eye, was sind eh mehr wie genug. Dann Kaleidos finde ich auch ganz toll. Also das sind so Brands, die ich immer wieder kaufe und wo ich auch auf Releases und so warte. Elf ist nichts, wo ich sage, oh mein Gott, I need it. Aber es würde mich trotzdem die Quality interessieren, weil ich hatte da ja einmal eine Palette und da war ich enorm enttäuscht von dieser Palette. Das heißt, es würde mich echt interessieren, aber I don't know. I don't know when and where. Next up ist von Juvia's Place eine Palette und auch eine Collection mit so Glosses und so. Wunderschön. Finde ich sehr, sehr schön. Dieses Pastellige ist wunderschön. Ich finde es wirklich, wirklich schön. Ich finde, das ist eine wunderschöne Palette und auch eine wunderschöne Collection. Also mich spricht das sehr, sehr an. Ich weiß, es ist irgendein Drama mit Juvia's Place. Angeblich haben sie ihre Creators nicht bezahlt, das ist natürlich nicht cool. Ich weiß jetzt nicht, also bei so Drama bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil man weiß immer nicht, wie viel davon wirklich stimmt. Oh Gott, ich dachte schon, es sitzt ein Viech auf mir. Aber ich finde, I'm doing a great job dafür, dass ich hier im Zoo gelandet bin. Aber auf jeden Fall eine schöne Palette, auch eine schöne Collection würde mich definitiv interessieren. Juvia's Place gibt es nämlich auch bei Purish, aber ich glaube, dass die auch nichts Neues seit langem haben. Ich glaube, Juvia's Place ist generell so eine Brand, die langsam so, da geht so ein bisschen nach unten, habe ich so bemerkt. Also Juvia's Place ist nicht so, was Leute mehr hochhypen. Ja, das ist halt so ein bisschen. Dann haben wir von Too Faced hat was rausgebracht. Und zwar diese, wie heißen die Palette? Die Palette heißt Better Than Chocolate Collection. Ich finde die Palette wunderschön. Ich mag sie. Ist es jetzt so eine Palette, wo du sagst, oh mein Gott, da kannst du so geile Looks machen, da kannst du creative, so wie heute, kannst du so richtige Bam-Looks machen für Instagram? No, it's not. Aber dafür ist Too Faced auch nicht bekannt. Too Faced ist wirklich so softe Alltagspalette. Es soll schnell gehen, es soll... Hallo? Es soll schön sein. Bitte, ich respektiere euch, aber nicht hier drinnen. Mit meinem ganzen Make-up und allem. Ich wach dann morgen auf und krieg den Schock. Aber gut, mit dem ganzen, wo war ich jetzt? Diese Viecher! Stop it, please! Und zwar, diese sind keine, es sind Alltagslooks. Es sind einfache Paletten. Du hast super lange was davon. Die sind sehr, sehr kompakt. Zumindest die Too Faced Paletten, die ich getestet habe. Vor allem die matten Töne sind sehr, sehr kompakt gepresst. Das heißt, du hast wirklich lange was davon. Würde ich auf jeden Fall jemanden empfehlen, der jetzt auch nicht so ein super, also als Make-up-Artist arbeitet natürlich. Würde ich sagen, ja, nee. Also so für Creative Looks ist das halt nichts, aber es ist halt eine schöne Alltagspalette. Die Bronzer, ich finde die Face-Produkte, die ich von Too Faced getestet habe, sehr, sehr gut. Ich finde Too Faced halt generell sehr, sehr gute Produkte. Also ich bin da auf jeden Fall immer so ein bisschen, I like Too Faced. Too Faced ist auch so eine Brand, die intrigt mich noch immer. Ich hab eine wirklich komische Range von Brands. Also manche würden sich echt denken so, das ergibt nicht wirklich Sinn, Lydia, aber ich glaube, das macht mich auch so sozusagen special, dass ich eigentlich fast sehr, sehr viel sehr, sehr interessant finde. Also es gibt wenig, wo ich wirklich sage, no. Also außer es ist nicht tierversuchsfrei, dann I don't need you and I don't want you. Aber Too Faced ist auf jeden Fall sehr interessant. Die Collection finde ich interessant, die Bronzer würde mich auch interessieren, weil die so ein bisschen luminous aussehen, die Bronzer. Und ich habe den Chocolate Soleil Bronzer, die sind, glaube ich, discontinued. Das heißt, mich würde wirklich interessieren, diesen Luminous Bronzer auszutesten. Also eine Collection, die mich definitiv intrigt. Sehr, sehr spannend. Dann haben wir hier so einen kleinen Sneak Peek von Natasha Denona, so eine Mini Bronze Palette. Ja, ich meine, ich glaube, Natasha Denona hat schon so viele Paletten rausgemacht, dass man so ein bisschen den Überblick verloren hat. Aber wirklich cute Palette. Ich habe ganz, ganz viele Natasha Denona Paletten noch, die ich austesten muss. Auch eine wunderschöne Qualität. Sehr, sehr teuer, aber wirklich wunderschöne Qualität. Hat mir bis jetzt eigentlich immer gut gefallen. Und ich finde auch, dass das, also wird sicher eine wunderschöne Palette sein. Ich weiß nicht, ob das die großen Mini-Paletten sind oder ob das die kleinen sind. Ich habe nur diese kleinen, ich habe nicht diese großen, weil die großen kosten... 50? Nee, ich weiß es nicht. Jetzt lüge ich euch an. Aber die ganz, ganz kleinen, die kosten auf jeden Fall 25. Genau, weil die habe ich immer gekauft.
Aber auf jeden Fall super süße Palette, super zum Reisen, einfach easy looks, wenn man es nicht weiß. Also auch so finde ich alltagstauglich für die Arbeit, super, yes. It's a cute palette. Then we're doing the next release. And the next release is from Kaya Cosmetics. Und das ist ein wunderschöner Release. Die Videos waren auch so schön dazu. Fotoshootings ganz, ganz toll. Also, natürlich hat Kaya enorm viel Geld. Also, denen geht's gut. We don't have to worry about them. Aber es ist trotzdem, sie geben sich Mühe. Man sieht halt die Passion, finde ich, einfach dahinter. Natürlich liegt es bei mir so ein bisschen nahe. Es ist ein schwedisches Unternehmen. Da bin ich so, ja. Bianca Ingrosso, auch ein Influencer, den, glaube ich, fast jeder in Schweden kennt. Also wirklich so ein Riesenname in Schweden. Und ja, wunderschöne Collection. Ich habe alles bestellt. Ich habe die ganze... Nee, jetzt lüge ich voll. Den Freckle Pen habe ich nicht bestellt. Ich finde zwar Freckles süß, aber ich bin eigentlich nicht so der Riesenfan von Freckles. Also es ist jetzt nichts, was mich so super intrigt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also ich finde es echt nicht schlecht. Und ich glaube, der ist richtig, richtig gut, dieser Freckle Pen. Aber da habe ich mir gedacht, so brauche ich es, werde ich es verwenden. No. Und es macht mir nicht so wirklich viel Freude. Das Parfüm ist mitgekommen, der SPF ist mitgekommen, für die Lippen ist auch mitgekommen, das Serum ist mitgekommen, die Body Butter und die Face Mask. Das heißt, es ist alles mitgekommen, außer dieser Freckle Pen. Also man konnte auch diese ganze Collection im Bundle kaufen. Das habe ich eben nicht gemacht, aber... Ja, also wirklich eine wunderschöne Collection. Ich bin so, so gespannt auch auf den Duft. Der soll sehr, sehr fresh sein und sehr sommermäßig. Ich bin super, super gespannt. Werdet ihr auf jeden Fall in meinem nächsten Beauty Haul, könnt ihr es dann sehen, wenn ich es auspacke. Und ich bin echt, echt schon gespannt. Aber wirklich, wirklich schön. Finde ich, ist echt ein schöner, schöner Release. Ich war richtig excited. Ich war so, oh mein Gott, I need it. Weil es einfach so, so ein schöner Release ist. Also definitiv, definitiv etwas, was mir gefällt. Auch etwas, was ich sehr intriguing finde. Und zwar von Revolution. Das ist zwar schon ein bisschen länger, diese News, dass es die gibt. Ich habe es jetzt halt erst vor kurzem irgendwie entdeckt. Und zwar Revolution Skincare hat eine Collaboration mit Sally Hughes. Und die ist halt eben irgendwas mit... Skincare macht die auf jeden Fall. Und die hat eben eine Collaboration mit Revolution Beauty, Revolution Skincare meine ich, gemacht. Und das finde ich super, super intriguing. Schaut richtig, richtig, erstens sieht es sehr, sehr so clean und so ja, clean würde ich dazu sagen, aus. Und ich bin echt, echt gespannt. Also ich möchte das auf jeden Fall shoppen. Hab gesehen, es ist etwas teurer. Wie jetzt normalerweise für Revolution, aber nichts, was ich jetzt sage, oh mein Gott, das geht gar nicht, das kann man sich nicht leisten. Aber eine echt spannende Collaboration, spannende Collection. Sieht sehr, sehr, sehr hübsch, oh Gott, diese ganzen Viecher. Sieht sehr, sehr hübsch aus und intrigt mich enorm. Ich bin echt, echt gespannt, weil es auch eben eine Frau ist, die schon etwas älter ist. Ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber ich habe oft das Gefühl, also ältere Haut braucht halt sozusagen bessere Skincare. Das heißt, wenn ich mit meiner jungen Haut die bessere Skincare bekomme, bin ich so, oh yes, I like it. Also das intrigt mich sehr, sehr. Also yes, yes, I'm intrigued. I like it. So, last release for the month ist von Jeffree Star Cosmetics die Lavender Collection. Und ich finde die ja auch sehr, sehr spannend. Ich möchte auf jeden Fall shoppen. Ich habe schon geguckt, ob es die auf Purish gibt. Bis jetzt, wo ich auf dem Stand bin, gibt es noch nicht. Ich glaube, es wird kommen. Oder auch bei Douglas bestelle ich halt. Ich will nicht mehr bei Beauty Bay bestellen. Also Beauty Bay hat mir jetzt schon so oft... Also ich meine, ich habe immer das Geld zurückbekommen. Also alles so war in Ordnung. Aber dann bestelle ich was, freue ich mich schon drauf. Und dann wird die Order gecancelt. Ich denke mir so... Why? I don't like that. Das nervt mich. Ich liebe Lavendel vom Geruch her. Ups, ich weiß, es gibt so ein paar Leute, die mögen das nicht. Ich liebe Lavendel. Ich finde, es riecht super, super gut. Es ist auch die erste sozusagen Face Mask, die er rausgebracht hat. Dann sind es so Bath Salts. Ich liebe es, ja baden zu gehen. Dann eine Kerze, dann die Lip Mask und diesen Mist. Mhm. I think it looks very, very cute. Was mich am meisten interessiert, ist, glaube ich, die Gesichtsmaske. Der Mist, ja, das interessiert mich am meisten. Mhm. Was mich am wenigsten interessiert,
Ja, ist wahrscheinlich die Kerze. Also ich meine, Kerzen kann man ja auch sehr, sehr günstig shoppen. Also die kostet, glaube ich, $25. Also it's expensive. Ich weiß nicht, wenn ich es in einem Bundle kaufen kann, werde ich es kaufen. Sonst, ich weiß noch nicht, ob ich mir die Kerze hole. Weil man kann es halt, ich meine, ich finde das Packaging sehr, sehr hübsch und alles. Achso, stimmt, das war nicht nur, es war Lavender Lemonade. Also ist auch noch Lemonade dabei. Aber auf jeden Fall eine schöne Collection. Interessiert mich sehr und ja, die werde ich auf jeden Fall mir auch holen, ein paar Teile davon. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt kehre ich in die Mitte zurück und ich gucke mal kurz nach oben. Ja, sind noch alle da. Toll, so schön. Und wir sind auch hier die ganze Zeit und springen umher und springen hier. Ah, wisst ihr, ich habe so Gänsehaut, weil so. Ach, das ist so. Ja, das ist so Albtraum. Storytime, bevor ich es beende. Und zwar, ich habe so einen Albtraum immer gehabt, dass so Spinnen, so Riesenspinnen, also in der Größe immer von der Decke hängen. Und ich muss so irgendwie durchgehen und überall sind so. Ich habe Angst, also Angst. Aber so große Spinnen. Want you in my house? So don't come to me. Aber wenn die da so hängen, das ist so, ja, das war immer ein ganz schöner Traum. Da ging es mir dann in der Früh immer blendend. Und genau so geht es mir jetzt gerade mit diesen ganzen Viechern, die aber leider im echten Leben sind und das ist leider kein Traum. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich will sie ja auch nicht umbringen, aber ich meine, erstens sterben sie ja sowieso. Ganz ehrlich, sie sterben ja sowieso, weil ich meine, rauskriege ich sie nicht mehr. Wie soll ich sie denn jetzt rauskriegen? Sie werden ja nicht freiwillig in die Natur wieder zurückfliegen, wenn hier das Licht drinnen ist. Ja. Ja, ich habe auf jeden Fall das Fenster zugemacht. Das heißt, es kommen nicht noch mehr rein, aber ja, ich glaube, es reicht mit denen, die da sind. Ja, I love it, it's amazing. Aber gut, meine Lieben, das ist, ja, it is what it is. Ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Okay, das war ein sehr lustiges Video. Aber kurz nur, ich finde Outfit very, very cute. Das kennt ihr natürlich auch, das habe ich in einem Fashion Haul euch schon präsentiert. Aber ich finde auch mit diesem Lazy Bun, mit den Ohrringen, das Make-up. Eigentlich müsste ich irgendwo hingehen, aber ich gehe heute nirgendwo hin. Also ein bisschen so useless, aber I think I look very pretty today. Yes, I think I do. Aber gut, meine Lieben, jetzt würde ich sagen, danke, dass ihr es mit mir heute ausgehalten habt. Mit diesem tollen Zoo, den ich hier heute habe. Der Macho liegt und schläft, dem ist natürlich total egal. Aber, yes. Das ist mein Beschützer in der Not. Jetzt würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich super freuen, wenn ihr den, ich schaue, jetzt weiß ich es nicht mehr. Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Was ist jetzt los? Das Video beende ich und jetzt fliegen sie ja alle da. Dann können Sie auch super gerne das, lasst mir einen Kommentar da. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram DM. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!